Moin Sans, meine lieben Freunde, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Golden Sun. So, wie können wir Verhammelt Sicherheit garantieren, wenn wir Soldaten aussenden? Boah, hier war ich jetzt mal stehen geblieben. Ich kann es nicht tun, ich kann Hammets Leben nicht aufs Spiel setzen. Ja, ich hatte heute eine Buchvorstellung und ich war scheiße. Aber ich habe trotzdem eine 2 gekriegt. Ja! Können wir denn gar nicht helfen? Doch, können wir. Oh, es war ja auch langsam Zeit, dass du mir mal zustimmst, Isaac. Ich habe mir das letzte Mal auch zugestimmt. Wovon sprichst du denn? Was auch immer. Garrett ist der Meinung, wir können wir helfen. Was auch immer. Es ist zu gefährlich, wenn ihr versagt. Sind auch eure Leben in Gefahr. Ich versage nicht. Abgesehen davon habt ihr nicht andere Dinge, um die ich kommen müsst. Nö. Das glaube ich nicht. Ivan wäre nicht so lange bei euch geblieben, wenn ihr nicht eine wichtige Aufgabe zu erfüllen hättet. Was wird denn mit Lord Hammett geschehen? Hammett stellt eine wichtige Geißel für sie dar. Sie werden ihm nichts antun. Wir sollten auf eine neue Nachricht aus Lundpa warten. Liliana. Nee, ups. Liliana, ich kann das nicht zulassen, was auch immer. Ist schon in Ordnung, jemand. Hammett würde nicht wollen, dass du... Bitte? Ich entschuldige mich. Ich habe schon mehr gesagt, als ich sollte. Ja, das klingt, als ob Hammett von unserer Mission wüsste. Ich glaube, ich kann es nicht länger geheim halten. Gut, ich werde es euch sagen. Er schwor einen Eid auf den Jupiter-Adepten. Ein Jupiter-Adepten? Fuck, schon wieder Feststimme. Ein Jupiter-Adepten? Hast du schon mal von einem Dorf namens Wale gehört? Ja, zufällig komme ich von da. Ihr seid aus Wale? Wirklich? Dann ist die Prophezeiung wahr. Welche Prophezeiung? 3 Jahre nach dem schrecklichen Sturm, der auf dem Alefberg wütete, muss Ivan mit Kriegern aus Wale auf eine Reise gehen. So wurde es vorhergesagt. Von seiner Prophezeiung habe ich noch nie gehört. Es geschah einige Jahre, bevor Hammett Kalei gründete. Er war gerade auf Reisen. Hammett fühlte, dass er als Händler einen toten Punkt erreicht hatte. Auf der Suche nach neuen Einkommensquellen riskierte er sein Leben. Als er am südwestlichen Rand der Welt war, befand er sich in Lebensgefahr, als plötzlich einige Adepten auftauchten und ihn retteten. Dann verlor er das Bewusstsein, als er wieder zu sich kam, befand er sich in ihrem Dorf. Einen Moment, komme ich aus diesem Dorf? Ja, der Adept gab ihm den Schamanenstab und dich zusammen mit ein paar Dublonen. Dublonen? Waren das Dublonen? Ja, lass mich sehen, man nennt... Was, man nennt mich? Ich bin hier, Lady Liana. Es war eine Menge Gold, Mia, aber er bekam auch einen guten Geschäftstipp. Geschäftstipp, Hammett, der größte Händler aller Zeiten? Ja, Garrett, Hammett verdankt seine Erfolg nur den Adepten. Nur den Deppen? Boah, davon habe ich noch nie gehört. Er hielt den Rat, in Xian Seide zu kaufen. Er hielt den Rat, in Xian und den Teufel zu verkaufen. Es war etwas so klar sehen zu können, ist, als ob man ein Traum wahr werden würde. Offensichtlich hat Hammett zu diesem Zeitpunkt sein Gespür für Geschäfte bekommen. Muss ihn dafür als Gelegenheit, als Gegenleister, also versprechen? Ja, Ivan. Es ist etwas, das du auf deiner Reise brauchen wirst. Ja. Etwas, was wir auf der Reise brauchen werden? Der Adept bat Hammett, den Schamanstab einzusetzen, um es zu erhalten. Er sucht nach diesem Objekt, wo er immer hinkam, doch konnte er es nicht finden, nie finden. Dann ereignete sich vor 3 Jahren ein fürchterlicher Sturm. Ein Sturm, der nur auf dem Alefberg wütete. Hammett war in Sorge, dass die Zeit knapp werden würde. Doch er schaffte es gerade noch, einen Hinweis zu finden. Deshalb, Ivan, hat er sich auf seiner letzten Reise in den Norden mitgenommen. Das wusste ich nicht, deshalb hat er also den Stab mit in meiner Abbruch gelassen, aber dann... Nein, Ivan, du darfst dir nicht die Schuld geben. Nur durch meine Unachtsamkeit konnte der Stab gestohlen werden und das ist wiederum der Grund, warum Lord Hammett in Lundberg gefangen gehalten wird. Meine Fresse, komm zum Punkt. Du musst deine Reise fortsetzen und deine Aufgabe erfüllen. Du darfst dir nicht die Schuld geben. Aber was geschieht jetzt mit Hammett? Ich werde mich darum kümmern. Und vergesst nicht die Soldaten von Clay. Setzt eure Reise fort und sorgt euch nicht um Hammett. Es tut mir leid, dass ich nicht mehr über den Schamanstab erzählen kann. Nein, entschuldigt euch nicht. Der Schamanstab wird uns helfen, den Gegenstand zu finden, den wir auf unserer Reise brauchen werden. Will ihr danach suchen? Ja, werden wir. Wenn Isaac das sagt, dann gibt es keinen Grund zur Sorge. Sehr gut, passt auf euch auf.
Ja, ich hätte mich lieber Tim genannt, aber das wäre wieder... Nee, keine Lust. Alle Mann zurück auf ihre Posten. Ja, bla. Gut, Tag. Ein Butler. Ein Arschler. Gut, hier gibt's ja nichts Besonderes. Oh, die Musik hat sich auch geändert, so wie es scheint. Gut. Oh, da haben wir einmal Finger. Finger. Nom. Eine Nuss. Du dumme Nuss. Ha. Gut, wartet, lass mich mal nach hier oben laufen. Wir laufen über die Brücke. Ich weiß, wo wir sind. Genau. Hier ist das hier. Hier, Vault. Yeah, wir sind wieder im Vault. Enthüllung habe ich auf R. Perfekt. So, Bürgermeisteramt ist... Gut, hier ist nichts. Hier ist auch nichts. Ah, da ist was. So, chillt mal. Wir laufen hier hoch. Yeah, wir laufen. Wuff, wuff. Ja, scheiß Hund, das kommt doch nicht in den Weg. Haha, instant nach unten. Ich hab's drauf. Höhle von Vault. Oh nein, ein Mimik! Wie konnte ich nur damit rechnen? Ragnarök. Flamme. Aufprall. Ja, hier kann ich eigentlich Eishorn machen. Klatsch. So, um 36 Ragnarök. Fatz! Und 103 Schallkeule. Au, au, au. Ja. Ja, bestimmt macht der mir so viel Schaden, ne? Ich denke auch so. Fireball! So, den Dingens, den Djinn, den wir jetzt kriegen, der ist sehr wichtig für uns. Oh nein, du machst nicht Aufprall auf dich selber, sondern auf Isaac. Und nochmal um 36. Und Ragnarök. Fatz ins Gesicht. 123. Pam. Mit Synergie wurde versiegelt. Sehr schön. Er kann keine Schallscheiße mehr einsetzen. So, wir machen hier wie gewohnt Ragnarök. Ne, wartet. Hier kann ich eigentlich Hitzewelle machen. Das passt schon. Und du greifst nochmal an. Pam. Wow, steigt um 0. Krass. Pam, 136 ist das höchste, was wir machen können. Okay, 121. Pam. Und das ist auch schon down. Und das haben wir auch schon Level up. Hier, Wunsch. Vielen Dank. Boah, der Mimik hat mir jetzt wirklich ein bisschen zugespielt. Heilige Feder lässt nach. Oh nein. Okay. Ja, was sind denn das für Affen? Gargoyle. Ich denke auch so irgendwie. Hier haben wir noch Regenschau. Cool, wir können Frost einsetzen. Ist ja auch mal nice. Machen wir mal Frost. Hier können wir plus Vulkan. Machen wir mal Flammen-Dingens hier. Magischer Mantel stärkt Widerstand. Schlaf. Und hier machen wir Eishorn. Zack, zack. Okay, es hat auf nichts eine Wirkung gehabt. Club. Epizentrum. Ja, nicht Flammenwand, sondern Feuerball. Sturmblitz. Wunsch. Klatsch, klatsch. Okay, alle tot. Yay! Das ist wirklich sehr schwer. Da wäre ich jetzt wirklich nie drauf gekommen, dass ich... Ach, das war so gerichtet. Ja, das ist ja wirklich überraschend. Willst du mich knatzen, oder? Nee, das wollte ich nicht. Ich wollte hier Wirbelsturm. Yeah! Lass es weg. Nimbus. Was können wir denn mit Nimbus machen? Nimbus, Nimbus, Nimbus macht was? Ja,
Ja, hier wird die Verteidigung, hier wird die Verteidigung und Angriff. Ich glaube, das bringt Gareth gerade am meisten, so wie ich das auch sehe. Anlegen. Sehr schön. Hätten wir eine übelst heftigste. Warte mal, ich möchte nur kurz Wunsch machen. Klatsch. Das ist überhaupt gar nicht relevant. So. Gut. Aber da. Nein. Nein. Perfekt. So, hüpf, 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 hüpf. So. Oh mein Gott, war das wirklich schwer. Wo kommen wir hier hin? Weiter nach unten. Ha. Du. Hier kommen wir nach oben. Oh nein, ein Grizzlybär. Ragnarök, Schützewelle, Sturmblitz und Eishorn. Klatsch, klatsch, klatsch. Und schon ist er weg. Okay, hier können wir irgendwie noch nichts so großartig machen. Okay, geheime Höhle von Wale. Na klasse, dass die so weitläufig ist. So. Und aus! Epic-Zentrum. Feuerball, Sturmblitz. Eishorn. Oh, Entschuldigung. So. Wo kommen wir hier hin? Hier geht's auch nochmal weiter nach oben. Yeah! Damit ist das Wasser weg. Ja. Okay, sehr schön. Wasser ist weg. Nein. Und jetzt? Boah, hab ich echt keinen Bock drauf. Nein! Schwanzloch, ey! Was für... Lass mich! Affe, du Elender! Böse, lass mich einfach bloß in Ruhe. Oh, ficken, ey! Das ist scheiße! Gut, das macht einmal da, dann da, dann da, dann da. Da, da, da. Bin ich jetzt schon in dem Bereich? Nee. Boah, ey, wie soll denn das gemacht werden, hä? Dummes Schwanzkind. Bestimmt. Oh, wie ich das hasse. So, mal sehen, ob das jetzt so besser funktioniert. Scheiße, Mann. Macht überhaupt gar keinen Spaß gerade. Gut, hier wird es noch nicht beeinflusst. Gut. So, jetzt aber hier Saftstarter. Yeah!
So. Geschafft. Und dann ist ja jetzt auch schon Schluss. Bis dann, Leute. Adio.